Was geht ab, Forza-Fam? Wir sind wieder back mit einem knackigen Quiz auf jeden Fall. Jeder hat 5 Fragen, jeder stellt sie und der Verlierer wird heute für mich die ekligste Strafe machen, die wir jemals gemacht haben. Zeig mal. Ich hab gar keinen Bock. Hering. Mehr. Ich hasse Ron Fisch. Hering, Alter. Ich hasse Fisch, Moruk. Ich bin auch kein Fisch-Fan. Als ob das nicht reicht. Was soll mit dem Meerrettich? Schön auf die. Keine Ahnung. Schön. Hier drauf nochmal. Zack. Meerrettich mit Hering. Das ist wie Wasabi ungefähr. Das brennt auf jeden Fall. Ekelhaft. Jeder hat 5 Fragen vorbereitet, entweder Schätzfragen oder so mit 4 Antwortmöglichkeiten. Und ja, ich fange direkt mit der ersten an. Let's go, Ozzy. Ihr tippt eure Antworten, euer Handy. Auf dem geilen. Auf dem kurzen. Auf dem kurzen. Komm, du Gesicht. Seid ihr ready? Wie viele Vorlagen hat Kroos in seiner gesamten Karriere gemacht bis jetzt? Wie viele Assists hat er? Habt ihr gesehen, was Kroos gemacht hat? Hast du nicht gesehen, was Kroos gemacht hat? Ich denke halt, der hat jetzt 400 Spiele bei Real Madrid. Der hat davor noch viele gemacht, dies, das. Ich habe jetzt 150 gesagt. Du? 84. Pack nochmal 100 drauf, Bro. 180? 180 Vorlagen. Ah, 150. 150 kann sich sehen lassen. Erster Punkt auf jeden Fall an Jolle. Clever, Bro, mit diesen 400. Oh. Eins so wichtig. Der schaut doch immer seinen Podcast, Digga. Ey, Toni, da hat er schon voll erwähnt. Einfach mal luppen. Schau mal. Bester Mann. Kloß-Fan, Bester Mann. Okay, kommen wir zur zweiten Frage. The GOAT. Valencia. Der Messi hatte im Jahre 2011 was für einen Marktwert? Boah, nice Frage. Du musst zurück in die Vergangenheit. Noch nie, wieso wurde noch nie über Messis Marktwerte gesprochen? Das war einfach... Ich hab's, Bro, gib Gas. Higher or lower, so ein Ding wird das jetzt. Gib Gas, schnell. Hat Ozzy. Oh, flieg Richtung Mond, yeah. Digga, da kann man doch nur falsch tippen, Mann. Komm jetzt. 3, 2, 1, zeigt. 120? Ja. Ich habe auch 120. Okay, sag nichts. Higher, lower. Wer geht Klicker höher? Klug. Klicker Klug, wer höher geht. Nee, Klicker Klug, wer entscheiden darf. Ja, wer entscheiden darf. Vielleicht haben wir verschiedene. Was willst du gehen? Weiß nicht. Was sagst du, was du gehen willst? Weiß nicht, Bruder. Was willst du machen? Okay. Wie willst du higher gehen? Ja, Bro. Du? Okay, ich gehe lower. Okay, passt. Also ich gehe höher, er geht runter. Ich gehe lower. Dann sage ich 121, du sagst 119. Dann hat er gewonnen, Bro. 100 Millionen, Bro. 100 Millionen, Bro. 100 Millionen, 100 Millionen. Bruder, 2011. Dieser Gareth Bale, wann ist der für wie viel 100 Millionen gewechselt? 2013. Und das war ein Wechsel. Wir reden jetzt von seinem Marktwert, Bro. Ja, früher war es halt anders, Bro. Ey, Bro, was anders, früher? Bro. Es war in der Zeit, ist doch Bale gegangen. Das ist die Antwort, Bruder. Zeig mir die Lösung, die echte. Hat doch in 11 so nicht Bale gegangen, Bro. Wann ist der gewechselt? 2013? 2013. Ja, Ronaldo war für 100 Millionen, Bro. Hier, Bruder. 2009. Marktwert? Im Jahre 2011. War der nicht so krass. Alles klar. Lächeln. Okay, jetzt kommen wir zur dritten Frage, damit wir wieder ein bisschen in die Super League abdriften. Enzo Fernandes 150. Wie viele Spielminuten hatte Mizio in dieser Saison in der Liga für Gazreich? In der Liga? Liga? Liga, in der Liga. Spielminuten hatte Mizio für Gazreich in der Liga. In der Französisch. Liga. Nicht Liga. Hoffentlich verlierst du, Alter. 3, 2, 1. 350. 340. Ja, Mann. 464. Digga, krass, Bro, krass. Da jeder bei uns diese Filme mit... 2 zu 1. Bro, du hast noch 2 Fragen. Du musst jetzt beide richtig beantworten. Oh, stark. Okay, jetzt kommt keine Schätzfrage. Jetzt gebe ich euch 4 Antwortmöglichkeiten. Und zwar der derzeitige Trainer beim 1. FC Nürnberg, Dieter Hecking. Ja. Was war seine vorherige Station? A. War bei Hannover 96, B. bei Wolfsburg, C. bei Mönchengladbach oder D. bei Hamburg? Was war das erste? A. Hannover 96, B. Wolfsburg, C. Mönchengladbach oder D. Hamburg? Also hast du's. Ich hab auch. Ich sag Gladbach. Ich sag Hannover. Nein, Hannover safe nicht. Hamburg. Ja, aber dann gehen wir chronologisch. Hannover war ganz weit weg. Oder beide 0 Punkte. Beide 0 Punkte, Bro. Beide 0 Punkte. Scheiße. Wo war der? Ich hab zwischen Gladbach und Hamburg. Hamburg, Bro. Keine Ahnung, Bro. Ich hab irgendwas genommen, Mann. Okay, das heißt, die 5. Frage. Wenn du sie richtig beantworten solltest, werde ich mir jetzt noch eine 6. Frage überlegen. Okay. Wenn nicht, hat Juli gewonnen.
Der Ehrenbruder Mert Yusuf Torlak, ja. Shoutouts an dich, Brüdi, hatte im Jahre 2021 im Monat Juli was für einen Marktwert? Mert, komm online! Also welchen Marktwert hatte Mert im Juli 2021? Juli 2021, was war sein Rekord? Okay. Was tippt mir so lange? Der googelt doch was. Nein, nein, nein. Bist du fertig? Siri, hast du's? Ja. 100.000. 50.000. 175.000. Jawohl, Junge. Jawohl, Junge. Das heißt, ich bin raus aus dem Schneider, mit was Hering angeht eigentlich, oder? Warte mal. Wenn jetzt jeder einen Minuspunkt hat, dann spielen wir noch einmal. Dann ist Olli cool. Okay, okay. Aber jetzt bist du erstmal benachteiligt. Okay, jetzt stelle ich die Fragen und du musst. Ich hoffe, dass du gewinnst. Komm, Junge, das machst du schon. Komm, let's go. Das machst du schon. Nein. Ich kann nicht für dich, Bro. Ey, Mann. Heringe. Also, erste Frage. Wie viele Tore hat Galatasaray jemals in der Champions League geschossen? Insgesamt All-Time Gala-Tore in der Champions League. Insgesamt, jede Saison. Insgesamt, wie viele Tore hat Gala insgesamt in der Champions League je geschossen? Bro. Kleine Info am Rande, es sind weniger, als sie kassiert haben. Also, die haben mehr bekommen. Okay. Bin gespannt, Jungs. Bin echt gespannt. Ich sehe schon ein bisschen was. Jemals, Jungs, jemals, okay? Let's go. 50 und? Digga, ich hab's safe gewonnen. Was 40. Hast du? 154. Ja, mach. Du Hässlinger, der muss verlieren, Bro. 80. 154, boah. Jemals, Bruder. Ich war 97. Ich hab 40. 40, Bro. 40 ist 40. Schon mau, Digga. 40 ist schon mau. Bruder. 40 ist mau. Waren wir in der Champions League, Moruk? Die ist doch erst seit 19 Jahren. Bei einer Gala-Frage schon gepunktet gegen Maric. Schon mal. Wie viel? 154, Bro. Alter, Bratko. So, weiter geht's. Okay, was hab ich gemacht? Wie viele Zuschauer passen ins Sivasspor-Stadion? Hey. Okay. Komm, let's go. Ganz chillig, entspannt. Habt ihr's? Ja. Zeig her. 18.000. Und du? Was sagst du? 27.000. 27.500. Oh! Bruder, bist du schlecht. Du riskierst halt alle unsere Köpfe, Bro. Come down. 27.532. Bro, ich höre Respekt. Ich esse diesen Hering für dich. Krass, er hat es sich verdient. Krass. Okay. So. Wie viele Vereine hat Jorge Jesus je trainiert? Insgesamt. Und die Station, wo er doppelt war, zähle ich nicht dazu. Also bei wie vielen Vereinen war er? Hat diese Frage nicht auf TikTok mal? So eine ähnliche, aber ich weiß nicht. Das war genau die, du Penner. Der hat schon mal das recherchiert. Bro, ich schwör, das war, glaube ich, ein bisschen anders. Okay, was hast du bekommen? Aber doch, nee, doch. Bro, ich weiß echt nicht mehr. Ich weiß echt nicht. Er weiß echt nicht. Hab sie auch gehört und... Ich hab dich gefragt, Moruk. Ja, Bro, du hast recherchiert. Weißt du mal, bei dir müsstest du es merken. Wenn ich sage, ich habe recherchiert, habe ich mies recherchiert. Okay, habt ihr es? Ja. Zeigt er. 9. 7. 15. Ja! Mein dritter Punkt. 2-1-Sieger. 15, Bruder. Der ist eine Wanderhure, ist der Bro. Stimmt. Ein Wandervogel ist der Bro. Von Station zu Station. Ja. Der Typ ist 70, Bruder. Wow. Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Mal, wenn du beide holst, dann... Hast du gewonnen und es kommen keine Schätzfragen mehr. Okay? Was jetzt mit Auswahl? Ja. Ah, Digga. Wer ist der meistgefaulteste Spieler in der Super League-Saison 2022-23 bis jetzt? A. Crespo, B. Ndiaye, C. Gedson Fernandes oder D. Borja Sainz, oder wie man den ausspricht. Also, nimmt der den? Wie sagt er jetzt diesen Borja Sainz? Crespo, Ndiaye, Gedson, Sainz. Hast du deine Antwort? Hast du? Mal du? Mach Timer. Wie lange überlegt der? Okay. Zeig her. Was hast du? Sag doch. Ndiaye. Und du? Ich hab C. Gedson. Es ist Crespo. Miguel Crespo. Was? Der liegt nicht umsonst so oft auf dem Boden, Bro. Das heißt, für dich gibt's jetzt nur noch die Möglichkeit auf einen Unentschieden. So. Ach komm, Crespo. Ist doch okay für dich. Sei froh. Was für okay, Bro. Ich hätte den Sack zumachen können. Nächste Frage. Wer ist der jüngste türkische Champions League Debütant? Yunus Akgün, Emre Belözoğlu, Nuri Sahin oder Emre Mor? Also Yunus, Emre, Nuri oder Emre Mor. Habt ihr's? Ja. Siegerlächeln. So. Sag.
C, Nuri Şahin. Du? Emre Belözoğlu. Emre Belözoğlu. Ja! Was? Ja, der war richtig jung bei Galatasaray. Ja, ja. Ja, 17 Jahre. Scheiße, ich war mir so sicher, Digga. Digga, unentschieden. Das heißt, das ist eine Bonusfrage? Zeig dir. Die letzte und entscheidende Frage. Nochmal für den Chat oder für die Zuschauer. Wenn du jetzt richtig liegst, bekommt Ozzy die Strafe. Wenn Ozzy richtig ist, habe ich Minuspunkte. Geht's weiter. Geht's weiter. Okay. Wann wurde Alanyaspor gegründet? In welchem Jahr? Eklige hätte die Frage nicht sein können. Alter. In welchem Jahr? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt ihr's? Also habt ihr's? Ja. Dann umdrehen. Warte. Gott, so behindert. Mach du als erstes. Komm, dreh um. Zeigen. Der hat null Bock auf Hering. Man sieht das richtig. Er hat null Bock auf diesen Hering. Nein, ey. Wieso? Darf nicht? Komm, änder. Wenn nämlich diese Änderung jetzt umdrehen. Kriegt, Digga. Also, du, 1987. Und du? 67. 1948. Du hast verloren. 87 hast du gesagt. Oh mein Gott. Was hast du? 67. Du hast Spiel gedreht, Bro. Du hast meinen Arsch gerettet. Danke. Der hat Spiel gedreht, Bro. Digga, wie hast du das doch gewonnen, Bro? Ich war 2-0 hinten. Ja, krank. Das heißt, deine Schrank kommt gar nicht mehr zum Einsatz, Bro. Sarte Filets. Der ganz die Lashes, ich traf ein bisschen. Pass auf, Bro, pass auf. Bro, warte mal, Bro, wir müssen es in die Kamera. Leute mit Finger essen. Ja, was ist dein Problem, Bro? Warte, gib's mir mal meine Heizung in die Kamera. Bro. Was ist Olim? Weißt du nicht? Das ist für dich, Bro. Mann. Was ist das? Du hörst nicht so rum, Bro. Pass auf, dass nichts ausläuft. Soll ich da jetzt echt reinfingern? Ja, Bruder, hier sind Servietten. Ich hätte es genauso gemacht. Hier sind Servietten, Toiletten zum Hände abwischen haben wir auch. Willst du ein Kauchen ausspucken? Das ist so schön. Mal riech mal, wie das riecht. Ich will wissen, ob es echt Lash ist. Mit Tomatensoße noch. Der hasst Tomaten. Boah. Ich schon. Und was jetzt mit dem Meerrettich? Das muss schön drauf, Bro. Bro, warte, der Meerrettich muss drauf. Warum? Das ist jetzt so ein fettes Stück, ne? Warte mal, Bro. So kleckerst du. Die Soße. Die Soße. Ah, ist das schlecht? Oh, sie warte, ich geb dir noch mehr. Allein jetzt mal hat die geschickt, Digga. Da kommt dann noch mehr. 48, Bro, ist der Club schon so alt. Was hast du davor? 1980. Okay, du bist weiter vorgegangen. Weil ich hab so ein Bild gesehen, Vereine, die noch nie abgestiegen sind. Und da war Alanyaspor noch nie abgestiegen. Ja, stimmt, deswegen dachte stimmt. Ich, kann es nicht so lange gehen, dass sie noch nie abgestiegen sind, Alter. Du mal, mach diesen Ding drauf. Ja, Ozzy, ey, Bro, so schlimm ist echt nicht. Nein, ich weiß noch nicht, wie ich es nehmen soll. Keine Ahnung, beiß einfach rein. So. Ja. Was, alles klar, Digga, ich muss jetzt doch erstmal rausbekommen. Hier geht's raus, das Ding, Bro. Es geht auseinander. Häppchenweise. So schlimm ist echt nicht, warte. Jetzt niemals das Ganze, ihr könnt es vergessen. Na, die Hälfte haben wir gesagt. Tamam. Sei ehrlich, wie ist es, Bro? Wie ist es, Bro? Sag mal im Mikrofon, Bro. Ich schwöre, der ganze Hering ist immer so schön. Der Meretti ist das ekligste, was es gibt, Digga. Auch der Hering, Bro. Muss nicht schmecken, muss würgen, Bro. Muss würgen, Markus Rühl. Och. Wie schmeckt's, ehrlich? Sag doch was. Oh, Alter, meine. Ist geht's oder ist Nash? Piss dich, Digga. Sag doch. Ich hab schon eine Antwort. Ja, Bro, sag, ist nicht so schlimm. Bitte, du Juan. Komm mal her. Komm mal her, Bro. Komm mal her, du mal hier noch ein bisschen mehr. Ja, bisschen, ich schwör, das ist so ekelhaft, Digga. Du kommst ja letzte Strafe, Bro. Das ist der Strafe, Bro. Hab ich die Nudeln auch ganz oft gegessen?
Letzter Wissen, Bro. Heute gibt's Hamzi, Bro. Hat's echt gemacht, Digga. Respekt. Ja, jetzt, zum Glück ist das die ekligste Strafe von allen, Bro. Dass ich die überlebt habe. Glaubt ihr echt, Alter? Ich glaub schon, Bro. Echt, oh, sie so läsch, Bro. Fast gekotzt. Laber, Bruder. Laber, schau mich an, Bro. Hättest du echt was übergeben? Wegen dem Scheiße, wegen dem oder Meeresrettich? Meeresrettich, oder was für Meeresrettich? Alter. Wegen dem Meeresrettich oder wegen dem da? Oder beide? Warum kriegst du Verlierer? Probier's einmal. Nein, verpiss dich, Bro. Das ist echt so eine Katastrophe, Bro. Das ist ekelhaft, Bro. Das ist echt ekelhaft. Das ist echt ekelhaft. So roh, kalt. Ach, Scheiß drauf, Bro. Lach trotzdem in die Kamera rein. Zeig, dass du ein Mann von. Also mach so in die Kamera oder so. Digga, im. Mach du mal jetzt auch ein Video, ne? Ja. Das wird so peinlich. Als diese Frage kam mit jüngster Debütant, ich mach so ein Siegerlächeln. Ich dachte, war mit so 100% sicher, dass das nicht stimmt. Echt? Auf jeden Fall war es eine Bestrafung. Es ist, war echt kurz, ist mir kurz hochgekommen. Laber! Ja. Mehr wollen wir doch gar nicht, Bro. Mehr wollen wir doch gar nicht. Schau, wir sind human. Wir haben dich nicht mehr nicht mal. So geile Fragen, Mann. Egal, für nichts mal. Das war noch ekliger. Echt, der ist scharf, ne? Ja. Meerrettich, bayerischer Meerrettich. Das wäre die krasse Bestrafung, so fetten Esslöffel Meerrettich. Ach, boah, das wäre echt? Tot, Bro, ja. Das ist krass scharf, ne? Es ist... Bäh. Ne, ich hab so ekligen Geschmack im Mund, Mann. Auf jeden Fall, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, ich und Julie hatten... Wir hatten heute sehr Spaß. Ey, Bro, ehrlich jetzt, seit... Zwei Spielen, ja, zwei Spielen, wo ich nicht verliere. Also, du hast den Fluch auf ihn übergegeben. Wirklich, er ist jetzt zweimal hintereinander. Jetzt, oh, jetzt bin langsam ich dran. Oh, der ist ja angeschmuckt. Der mich, Moro, spuckt der mich an, Alter. Nur weil ich das Quiz gewonnen habe, Alter. Der hat den einfach angeschmuckt. Boah, Alter, ich leg den Fisch bis hier in die Schuhe auf meine Mutter, Bro. Alter. Tut mir so leid, Bro. Alter, ich leg den Fisch bis hier hin, Mann. Ja. Du hast mich auch angespuckt, Bro. Ich weiß nicht. Ich wollte nur den Fluch rübergeben. In diesem Sinne. Leute, haut rein, ey. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich hatte nur geile Fragen, ey. Ciao. Nächstes Mal. Ciao, ciao. Oh, nein, ciao.